Freunde. Da bin ich. Da bin ich wieder. Und zwar am. Das war am 17. April. Also ich fange mal von vorne an. Ich war auf einer Party von einem Kollegen und ich war da auch ein bisschen was trinken und richtig dumm. Also auf keinen Fall nachmachen so. Schlechtes Vorbild, aber Digga, ist das ein geiler Sonnenuntergang hier gerade. Und extrem schlechtes Vorbild, ich weiß, aber ich habe was getrunken und ich bin danach mit dem Roller nach Hause gefahren. Eigentlich sollte ich abgeholt werden, aber die Person, die mich eigentlich abholen sollte, hat halt geschlafen. Also hat schon geschlafen und dann ja, war ich gezwungenermaßen, musste ich mit dem Roller nach Hause fahren. Also ich, natürlich war ich noch bei klaren Gedanken und sowas. Ich ist jetzt keine Rechtfertigung, aber trotzdem, ich war noch bei klaren Gedanken und sowas. Und ich hätte auch noch fahren können, nur natürlich zum Glück in Deutschland so verboten, betrunken zu fahren oder angetrunken zu fahren. Und jetzt ist es so, dass ich auf dem Rückweg ein paar Abkürzungen genommen habe. Bin natürlich so über solche Straßen und sowas gefahren, aber dann gab es eine Situation, da konnte ich halt einfach nicht auf so einer Straße fahren und musste halt durch die Kevelaer Innenstadt fahren. Und da fahren wir jetzt gerade hin zu diesem Spot, dann kann ich nochmal genaueres schildern. So, also hier war der Spot, hier rechts ist die Bahnschranke, ich stelle mich mal kurz hier hin. Da ist die Bahnschranke und ich kam quasi aus dieser Straße hier mit 60, 70 Sachen drauf, bin dann hier drüber gefahren und da kam mir dann der Krankenwagen entgegen und dahinter war das Polizeiauto. Und ich bin dann also mit 75 an denen vorbei. Dachte mir, hier war der Bullenwagen, dachte mir, fuck Digga, blind hier ganz schnell rechts rein. Ungefähr hier vorne bei dem weißen Auto ungefähr, habe ich zurückgeguckt, habe gesehen, Blaulicht geht an. Ich dachte, nee, oder kann doch jetzt nicht wahr sein. Genau dann, wenn ich halt was getrunken habe und so. Ja, und dann bin ich halt hier ganz schnell angefahren mit Vollgas. Ich sehe nur, hinter mir kommen die, also habe im Spiegel gesehen, dass die blauen Lichter in die Straße hier einbiegen. Ich fahre hier ganz schnell links. Hier habe ich das Auto nicht mehr gesehen hinter mir. Das hat so eine Zeit gebraucht, bis sie erst kam. Dann dachte ich mir, fahre ich jetzt links nach Hause oder verstecke ich mich bei Burger King? So hinter Burger King da hinten. Und dann dachte ich, ja okay, ich habe nicht so viel Zeit. Nachher sehen die mich da hinten. Ich habe Licht ausgemacht. Bin hier lang gefahren. Boah. Bin hier lang gefahren, über den Parkplatz ganz schnell. Hier standen überall Leute, war auch ein bisschen cringe. Und dann bin ich halt hinter dieses Gebäude hier gefahren. So, und dann habe ich hier nochmal geguckt, kam nichts. Dann dachte ich, stelle ich mich hier hin. Und dann habe ich meinen Roller also hier zwischengestellt. Hab den so quasi versteckt. Hab meine Jacke und so alles ausgezogen. Dann, damit ich, also hab meine Jacke alles über den Roller geworfen und sowas. Es war eine relativ große Jacke. Portemonnaie genommen, Handy genommen, wollte gerade hier losrennen und mich quasi als normaler Passant mäßig verkleiden. Wollte dann gerade hier losrennen, sehe hinter mir kommen so Lichter angefahren, die gehen hier so mit quietschenden Reifen, kommen die hier rum. Ich war hier aber schon so 2 Minuten. Also ich stand hier schon so 2 Minuten. Das heißt, die waren erstmal da am Parkplatz, haben vielleicht Leute gefragt, ob die hier einen Roller gesehen haben oder sowas. Und vielleicht, ich gehe davon aus, dass Leute gesagt haben, dass ich halt hier lang gefahren bin und dann ja, das war glaube ich dann der Fehler, dass ich einfach nicht nach Hause gefahren bin. Wäre ich einfach da am Kreisverkehr lang gefahren, wäre ich schon lange weg gewesen, weil die erstmal eine Zeit brauchten, bis die erstmal mir hinterher konnten, weil die mussten ja erstmal drehen, da an der Einbahnstraße war das nicht so einfach und so. Das war so ein Polizeibus, so eine V-Klasse war das von Mercedes. Ich glaube, dass es V-Klasse heißt. Und ja, wie gesagt, hab meine Jacke hingeworfen, bin gerade losgerannt. Guck hinter mir, sehe ich blaues Licht hier an und ich denke, scheiße. Bin dann wieder hier hingegangen, Digga. Ich dachte, ja, okay, jetzt ist vorbei, Führerschein weg. Ich hab dann mein Portemonnaie aus meiner Tasche geholt. Und dann halten die so hier und fragen so, wo wollten sie denn hin? So eilig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte eigentlich schon gerne nach Hause und sowas. Dann haben die gesagt, ja, das ist heute nicht mehr. Ja, und das war jetzt gut so 0:30 ungefähr in der Nacht. Oder ja, halt am nächsten Tag, 12:30 nachts und dann haben die gesagt, wollen die Führerschein sehen, Ausweis und haben dann auch schon direkt so einen Alkoholtest rausgeholt und ich dachte dann, jetzt ist vorbei, weil ich habe den AM-Führerschein, das heißt 45 km/h. Ich weiß, dass manche haben ja noch den Mofa-Führerschein, aber ich habe direkt den AM gemacht, habe dann halt meine Papiere alles rausgeholt, habe meinen Ausweis gezeigt und ja, der Alkoholtest hat dann angezeigt 0,08. Dann dachte ich, okay, weil eigentlich habe ich jetzt schon gut was getrunken.
Und 0,08 ist ja so ein geringerer Wert. Das muss man ja erst in Promille umrechnen. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber dieses 0,08 heißt nicht 0,08 Promille, sondern heißt Alkoholwert oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Das hätte man erst umrechnen müssen und so. Und das wäre dann irgendwie 0, was weiß ich, 0,1% gewesen oder so. Also fast nichts. Dann haben die in der Wache durchgefunkt und haben halt gesagt, ja, wir haben hier bla bla, wir haben den gefunden und sowas. Und der hat einen Alkoholwert von 0,08. Und dann haben die gesagt, ja, machen Sie gleich nochmal einen Test. Und dann habe ich, so schlau wie ich bin, habe ich dann gesagt, ob das von Shisha kommen kann, also von Nikotin kommen kann. Und dann meinten die, ja, durchaus. Haben dann nochmal einen Test gemacht, das war so 10 Minuten später erst. Haben dann nochmal einen Test gemacht, auf dem Test stand dann 0,05. Ja, das hat mich so ziemlich gerettet eigentlich, nach so einer halben Stunde hier quatschen und sowas. Ich wollte immer, also ich durfte auch nicht an meinen Roller gehen. Das Auto stand wie gesagt hier und im Polizeiauto, wenn die den Kofferraum aufmachen, ist hier halt so Licht, weil die da so eine Lampe haben und sowas. Und die haben mir gesagt, ich soll mich hier in den Container stellen. Und, oder ich weiß nicht, das war glaube ich was anderes, was ich stand. Jedenfalls auch so ein Ding hier. Musste mich immer hier dran stellen, dass ich halt nicht zu meinem Roller gehe, weil die dachten, dass wenn ich hier hingehe, dass ich damit ganz schnell wegfahre. Also wie dumm ist das denn? Wenn hier das Polizeiauto war und hier waren die beiden Polizisten und so. Egal, reden wir nicht drüber. Ich sollte jedenfalls nicht in die Nähe von meinem Roller gehen. Und dann wollten die Versicherung. Digga. Da wollten die Versicherungspapiere von meinem Roller. Da habe ich gesagt, ja, gebe ich ihnen. Bin zu meinem Roller gegangen. Die so, halt, was machst du? Ich so, ich hole meine Versicherungspapiere. Ich meine so, ja, okay. Habe ich das hier rausgeholt. Hier, das Teil hier. Digga, meine Hände waren völlig am Zittern. Hab hier rausgeholt. Ich hatte aber kein Kennzeichen dran. Für den Roller hatte ich noch kein Kennzeichen für dieses Jahr. Auch mega dumm, ich weiß, aber machen viele. Die Rollerfahrer oder Rollertuner, die fühlen das ein bisschen. Ich fühle das jetzt nicht mehr. Ich wurde schon mal angehalten, weil ich kein Kennzeichen hatte und musste 10 Euro bezahlen. Ich dachte, ja, okay, scheiß mal auf die 10 Euro beim nächsten Mal. Ja, dem war das jetzt nicht so. Musste meinen Führerschein abgeben für ein paar Tage. Aber dann, egal, jetzt erstmal wieder zu der Story. Hab dann meine Papiere gezeigt und sowas und hab dann das alte Kennzeichen vom letzten Jahr. Habe ich dann hier rausgeholt, habe denen das gegeben, habe einen alten Versicherungsschein gegeben vom letzten Jahr und dann haben die das überprüft und sowas und bei der Wache und irgendwann nach 10 Minuten kam dann heraus, das ist ja ein altes Kennzeichen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keins, ich bin einmal in diesem Jahr den Roller gefahren. Ich habe die ganze Zeit auch mit meinen Kollegen dann geschrieben, die haben mir dann so, also ich habe dann so gesagt, fuck, ich bin gefickt und sowas. Und dann habe ich noch mit denen die ganze Zeit geschrieben und dann meinten die Polizisten, dass es sehr respektlos von mir ist, dass ich die ganze Zeit im Handy bin und sowas. Und dann habe ich da nichts zu gesagt. Ich habe auch nicht mein Handy weggelegt, weil ich dachte, ja, okay, muss ich jetzt auch nicht, wenn ich hier schon meinen Führerschein und alles verliere gerade, muss ich jetzt auch nicht irgendwie freundlich sein. Dann haben die gesagt, rufen Sie bitte Ihre Mutter an, wir nehmen Sie jetzt mit zur Wache. Mein Roller hatte keinen Ständer, also jetzt, ich habe seit heute wieder einen Seitenständer. Amazing. Mein Roller angelehnt, habe gesagt, darf ich Lenkradschloss zumachen und sowas und ich habe keinen Helmfachschloss und sowas. Dass die bitte darauf, wenn die, also die haben gesagt, die werden den abschleppen und zum Gutachter bringen. Dann dachte ich auch wieder, bin gefickt. Dann bin ich ins Auto gestiegen bei denen und halt zur Wache gefahren. Dann kam meine Mutter dann auch so nach 10 Minuten. Ach so, auf der Wache musste ich dann nochmal einen Alkoholtest machen, aber der fürs Gericht halt entscheidend ist. Das war so ein riesiger Kasten, der, Digga, das war so ein, keine Ahnung, sah aus wie aus 1990. Aber auf jeden Fall alte Sachen, die da noch hatten. Und musste da 20 Sekunden dann reinpusten. Digga, meine Lunge ist abgekackt. Ne, also ich habe jetzt keine Raucherlunge, aber die ist trotzdem abgekackt, Digga. Dann stand da 0,00. Ich dachte, Gott sei Dank. Wäre da 0,01 gestanden, hätte ich meinen Führerschein verloren, haben die gesagt. Das heißt, 0,00, das hat mich gesaved. Dann wollten die noch einen machen. Und dann dachte ich, also dann habe ich gesagt, warum das denn? Es steht auch 0,00. Dann haben die gesagt, ja, bla bla, haben rumgeredet und sowas, muss ich letztendlich doch keinen machen. Ja, dann kam wie gesagt meine Mutter, da musste ich noch in Becher pinkeln für Drogentest und der war auch natürlich negativ. Dann durften wir, ich glaube, eine Stunde und 30 Minuten lang in einem Wartezimmer sitzen, ich und meine Mom. Gefühlt meine Mom schon eingepennt und sowas. Waren extrem müde, irgendwann kommen die rein, ja, hier sind ihr Dings, müsst ihr unterschreiben, dass der Roller abgeschleppt wurde und sowas und ja. Dann durften wir halt nach Hause gehen. Ich wusste nicht, was jetzt war, ob ich meinen Führerschein noch wieder kriege, ob ich alles verliere jetzt, ob, ja, Roller war ja erst, wie gesagt, Roller war erstmal beschlagnahmt. Dann habe ich einen Termin bekommen für eine Aussage in Goch. 2 Wochen später habe ich dann halt eine Aussage gemacht und da war das so, dass der Typ, der hat mir quasi, Digga, der hat mir alles gesaved, wirklich. Ich sage jetzt nicht seinen Namen, aber das war, nennen wir ihn mal Herr Bachmann, hat mir das quasi alles gesaved.
ich habe meine Aussage gemacht und sowas. Der meint so, komm, wissen Sie was? Mein Sohn hat das auch schon gemacht. Ich hatte das auch schon in meiner Kindheit gemacht. Ich kenne das Gefühl und sowas. Und ja, dann hat er gesagt, wir lassen das alles so ein bisschen runterkommen und ich löse das alles so ein bisschen auf und sowas. Auf Sie wird dann letztendlich nur die Gutachterkosten oder die Standkosten vom Gutachter zukommen. Dann kam nur noch die 250 Euro Standkosten, wo der Roller halt stand, dann in Goch irgendwo bei einem Gutachterparkplatz. Das muss ich halt noch bezahlen. Ja, Herr Bachmann hat mir quasi gesaved. Ich fahre mal weiter. Ja, meine Freunde alle haben auch schon gestaunt. Die dachten halt alle, dass ich jetzt natürlich alles verliere. Das ist auch schon das Ende der Story. Mehr kann ich dazu nicht erzählen. Ja, und ich würde auch sagen, das war es auch jetzt schon mit dem Video. Lasst gerne ein Like da. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr durchzuziehen. Ich kann natürlich nicht täglich Videos machen, aber ich versuche mindestens ein oder zwei oder dreimal die Woche. In den Sommerferien werden auf jeden Fall mindestens dreimal die Woche kommen. Weil in Ferien bin ich natürlich immer zu Hause und sowas. Es ist geiles Wetter. Und jetzt versuche ich auf jeden Fall wieder ein bisschen durchzuziehen. Ja, und ich würde sagen, und tschüss.